Kacktage in Glitzer tunken und funkeln lassen. Oh, ist das fein. Das ist so. Ah. Es tut mir so leid, vielleicht schaut jetzt die Autorin oder der Autor dieser Sprüche uns zu und. Nein, das ist doch algorithmisch. Das ist ganz traurig. Das ist einfach, das ist doch kein Mensch, der so. Meinst du? Ja, doch wahrscheinlich schon. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass Pizza gar kein richtiger Sport ist. Bom, bom. Bom, bom. Hier ist das, ne? Da, nach außen ist immer schlecht. Dann klingel ich halt mal da. Labor M, hallo. Hallo, hier ist Pierre M. Ich hab. Danke. Bitte zuerst gründlich Hände waschen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Pierre, Happy Birthday to you. Kann man sich. Scheiße, jetzt habe ich den Griff angefasst. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Haben's gleich, es wird ein bisschen längeres Intro jetzt. Ich sehe hier einen rotschopfigen Hinterkopf und stelle die Vermutung an, dass sie sich dort befindet. Mega nice geworden. Ja. Ich finde auch krass, wie der so durch so einzelne Ebenen dann immer noch mal so ein. Das ist Funk. Hallo. Ich mache seine Motions komplett und ich finde es krass, wie er auf Mega-Ebenen total smooth wegdroppt. Hallo. Hallöche. Wie machen wir so schön, dich ich weiß nicht. Zu sehen. Das ist Boja. Hallo Boja. Pierre, hallo. Hallo. Und Boja, wir sind gerade in den letzten Zügen von meiner neuen Show, die schneiden wir gerade. Was ist das für eine neue Show? Kannst du uns darüber Auskunft geben? Ja, was ist das? Das ist der Raum. Der Raum? Ja. So heißt die Show? Genau. Ja, so heißt die Show und es ist so eine Mischung aus Polit-Talk und Game-Show und deswegen gar nicht so einfach zu schneiden, weil so viel auf einmal passiert. Aber ich dachte, das ist jetzt sowas wie Saw oder so. Eine Person was? Wird in einen Raum eingeschnitten. Nee, wir sperren gleich vier ein und wenn sie es alles schaffen, dann kommen sie am Ende raus und sonst nicht. Das heißt, es gibt Leute, die jetzt noch in diesem Raum sind und da wahrscheinlich womöglich. Elend verhungert. Womöglich. Können wir da einen Ausschnitt zeigen? Bestimmt. Bitte. Und wenn nicht, dann zeigen wir irgendwie ein Katzenvideo. Ja, okay. Auch schön. Ein Quoker! Kennst du Quoker? Nein. Das sind die lustigsten Tiere der Welt. Ja. Wenn es mir schlecht geht, gucke ich Quokkas an. Ja. Und wenn es mir richtig schlecht gehen soll, gucke ich Quoten an. Aber das ist ein anderes Thema. Kannst du ihn jetzt alleine lassen? Ich will euch jetzt nicht aus dem Arbeitsprozess rausreißen. Ja. Ja? Dankeschön. Okay, jetzt brauche ich noch meine Sachen. Ja, soll ich dir helfen? Kann ich mit? Ist das hier? Ist hier bei dem Funk Magic happens auch, ne? Ja, very much Funk Magic. Und da hinten entsteht zum Beispiel Deutschland 3000. Das Zeig ist das, mal. Was ich hier eigentlich auch sehr viel mache. Hier ist normalerweise halt das ganze Deutschland 3000 Team und jetzt ist hier eine Person. Du bist das Team. Ich bin das Team. Hallo, Pierre. Das heißt, du hast gar keinen festen, das ist ein cooler Berliner Coworking Space. Du hast keinen festen. Ja. Das da finde ich immer ganz schön, das ist unser Social Media State of Mind, weil das hier ist der Social Media Tisch, da sitzen normalerweise die ganzen KollegInnen vom Community Management und so und die geben dann da immer an, wie sie gerade gelaunt sind und Das ist auch abhängig, je nachdem, was für ein Thema wir zum Beispiel gerade so machen bei Deutschland 3000, kleben die manchmal auch alle hier, wenn wir gerade so einen Shitstorm haben von irgendwelchen Trollen, weil wir, keine Ahnung, es gibt gewisse Themen, Feminismus, AfD, wo das immer... wo du schon quasi drauf abonniert bist. Welcher Gemütszustand wird durch eine Aubergine beschrieben? Ach du, kannst du das beantworten? Es gibt alles, ne? Wann hast du mal bei der Aubergine geklebt? Ich habe jetzt Lust auf Ratatouille. Okay, was ist dein am meisten benutzter Gemütszustand? Also wenn ich hier bin, eigentlich immer so. Das hätte ich gedacht, ja. Ja, das macht mir schon Freude. Und manchmal auch so, wenn ich zu lange hier bin. Ja, cool, schön. Und warum hat... Martin Schulz einen Aluhut auf? Martin Schulz lebt seit 4 Jahren hier und wir brauchten den so als Requisite für einen Dreh und haben den dann bei der SPD angefragt und umsonst bekommen. Ja. Und das war bestimmt schwer für die SPD, sich davon zu trennen. Ich weiß auch ehrlich gesagt, jetzt wo ich gerade davon spreche, nicht, ob das öffentlich-rechtlich eigentlich klar geht, sich von der SPD mit einem Pappaufsteller ausstatten. Das könnte Vorteilsnahme sein. Sag's ihm nicht, aber wir haben ihn dann gar nicht verwendet im Video. Nein! Ich dachte nur wegen des Aluhutes, dass es inzwischen jetzt auch schon Verschwörungstheorien gibt. Es gibt, glaube ich, eine über ihn und mich, dass wir irgendwie verwandt wären, aber es ist nicht so. Wegen dem gleichen Nachnamen denken die Leute immer,
Das Martin, ist, Axel und ich werden alle eine Familie. Ist natürlich auch ein sehr seltener Nachname. Ja, da kommt man sofort. Ich versuche, meine E-Mail-Adresse zu kriegen mit dem Nachnamen. Wo gehen wir denn hin? Darf ich dich überhaupt? Du hast ja eigentlich zu tun. Aber ja, aber ich habe heute tatsächlich eh nur vormittags. Deswegen ist das völlig okay, wenn ich jetzt gehe. Und ich muss nämlich heute am späten Nachmittag zu Matze Hielscher, weil ich mit dem im Hotel Matze bin ich eingeladen. Du musst nicht, du darfst. Ich darf, ja. Ich muss da nur irgendwie hin und dachte, da könntest du mich ja vielleicht begleiten. Und haben wir vielleicht die Gelegenheit, unterwegs noch irgendwie einen Snack einzunehmen, weil ich hätte ein bisschen... Bestimmt, ich habe auch noch nichts gegessen. Sollen wir einfach was suchen? Voll gut. Ja. Ach ja, Berlin. Ja. Schon wieder. Also inzwischen kommen so Kommentare, dass die Leute sagen, ihr seid zu oft in Hamburg, ihr seid zu oft in Berlin, ihr seid zu oft in Köln. Ja. Aber da leben halt die interessanten Leute. Ne? Was nicht heißen soll, dass in Pforzheim und Borken keine interessanten Leute sind. Friedrichshafen kann ich auch empfehlen. Friedrichshafen-Sendung. Ja, aber das ist, ich finde das auch richtig schwierig. Also das hat mich total beschäftigt, als ich zur letzten Bundestagswahl hierher gezogen bin. Auch als Journalistin, weil wir wollen ja nicht nur Großstadtjournalismus machen. So. Und trotzdem hast du hier halt die Infrastruktur, die das möglich macht. Und ich finde es eine richtige Herausforderung im Alltag, quasi auch am Land zu bleiben und dahin zu hören, so, was beschäftigt die Leute denn da? Weil es ja wirklich oft sehr stark unterschiedlich ist. Wie machst du das denn? Also ich bin zum Beispiel ganz froh, ehrlich gesagt, dass ich so das Münsterland in mir drin habe und immer so weiß oder mitdenken kann, wie würden jetzt meine Mitschülerinnen, die da geblieben sind, das Thema bewerten gerade. Weil denen ist, glaube ich, DW enteignen hier in Berlin jetzt nicht so wichtig wie... Ich habe jetzt gerade eine Reportage gemacht über junge Landwirte und Landwirtinnen, die damit hadern, den Hof ihrer Eltern zu übernehmen. Das ist im Münsterland ein Riesenthema. Ja. Und dann sind solche Gespräche total wertvoll. Und bist du hier angekommen? Also gefällt dir das? Bist du in diesem Berlin? Im Herzen Berliner jetzt auch? In? Als ich hierher gezogen bin, hatte ich das Bedürfnis, irgendwo anzukommen und wollte aber nicht unbedingt in dieser 3,8 Millionen Stadt ankommen. Das ist mir eigentlich zu groß. Hm. Und ich habe richtig lang gebraucht, mir das so schön zu wohnen. Und also das heißt, das ist also, es wird noch mal, du bist eh total umtriebig. Also wenn man deinen Lebenslauf so sich anguckt, das gibt ja da auch gar keine Lücken. Das ist auch so zielstrebig und ehrgeizig. Die Lücken einfach gut kaschieren. Ja, ich bin wirklich total beeindruckt. Du wusstest schon sehr früh, was du willst. Ja, ne? Also was ich werden will, wusste ich sehr früh. Ja. Ich finde, was man will rauszufinden, ist ja immer wieder neu. Das ist ein so, Prozess, ne? Ja. Aber es war wirklich, das weiß ich auch, das ist ein richtiges Glück, früh zu wissen, geil, ich will einfach Journalistin werden. Das ist auch cool, weil da kannst du auch als junger Mensch ja schon loslegen. Ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, ich will Anwältin werden, du bist mein erster Fall. Ja. Das geht ja nicht. Ey, aber hier, guck mal. Ja. Guck mal. Oh, ich habe so einen Postkartenfimmel und ich muss tatsächlich noch eine schreiben. Hier zum Beispiel. Ah, hier, guck mal. Eva. Politische Postkarten. Entschuldigung, ja, ich wollte auch eine politische Postkarte. klar. Nee, aber wusstest du, dass John F. Kennedy Brille getragen hat, aber nie in der Öffentlichkeit? Nein, das wusste ich nicht. Weil er nicht als schwächer wahrgenommen werden wollte. Er war so der erste Präsident, der, glaube ich, also so wie Obama mit Social Media anfing, hat John F. Kennedy angefangen, einen eigenen Fotografen zu haben und so mit seiner Öffentlichkeitswirkung viel mehr nachzudenken. Und deswegen hat er nie die Brille getragen, wenn er fotografiert wurde. Aber wie verrückt, dass man eine Sehschwäche mit Schwäche assoziiert. Ja, aber ich glaube damals, also ich finde es spannend, und sinnvoll, dass PolitikerInnen über sowas nachdenken und überlegen, was könnte irgendwo unterbewusst Signal sein. Du weißt doch, wie man hier alleine für eine Uhr oder die falschen Schuhe, wenn du die anhast, wirst du durch den Kakao gezogen 2 Wochen lang. Findest du wirklich, also, aber ich will doch den echten Menschen erfahren. Und wenn der jetzt sagt, ich ziehe meine Rolex aus, nur weil jetzt gerade eine Pressekonferenz ist, dann ist es doch verlogen. Dann sage ich doch lieber, nee, dann trag doch diese Rolex, Christian. Du, ich sage auch gar nicht, dass ich das besser finde, aber wir leben in einer Medienwelt, in der man, glaube ich, also du musst, glaube ich, wirklich zum Teil überlegen, wenn ich jetzt diese Uhr trage, dann riskiere ich das und das als Politikerin zum Beispiel. Habe ich da jetzt gerade 2 Wochen Bock drauf? Ich finde es nicht gut. Und man kann damit ja auch sehr souverän umgehen. Man kann damit umgehen und man hat aber auch immer so das Bedürfnis nach den echten Kerlen. Das ist immer die Kritik, die man sagt, ich möchte so wieder so, oder auch Mädels, ne? Ja. Möchte Charaktere haben, das meine ich eigentlich damit. Also keine Männlichkeitsattribute. Ja. Also man will wieder einen, der so ein bisschen auch gegen Wind und so. Deswegen ist ein Kubicki ein gern gesehener Talkshow-Gast. Oder Laumann jetzt, der Gesundheitsminister von NRW, der sich dann hinstellt und sagt, und wenn man den Rechnungshof am Ende am Arsch hat, so, ne? Genau. Und das sehe ich auch gerne. Und bei ihm ist ein bisschen auch die Physis, glaube ich auch, bei Laumann. Ja, und viele bügeln sich da. Und der so Münsterländer Schnack, der ist nämlich auch Münsterländer. Das Münsterland ist dir wirklich ans Herz gewachsen. Du, das, da bin ich gewachsen, deswegen. Ja.
Aber was ich noch machen wollte heute, ist eine Postkarte an Hazel Brugger schreiben. Sie war nämlich bei mir zu Gast im Podcast. Ja. Und jetzt dachte ich, ich schicke hier auch mal eine Postkarte, weil ich liebe Postkarten. Das finde ich schön. Ich finde, das ist so die beste Art. Es kostet quasi nichts, aber es ist richtig wertvoll, wenn du so mit nichts rechnest und dann aus deinem Briefkasten zwischen 5 Rechnungen und 3 Abmahnungen und irgendwelchen Werbebroschüren eine Postkarte hast. Löwenmama, sie ist doch jetzt Mutter. Ey, aber das ist diese Optik. Ja, ist doch voll schön. Nein. Doch, vielleicht gibt es eine mit Carpe Diem drauf. Alles sieht gleich aus. Hey. Immer ist es so ein bisschen Glitzer, dann hier diese Schrift. Nee, da will ich sofort, da gucke ich gar nicht hin. Mit so einer Lebensweisheit wie do more of what makes you happy. Nee. Und am Ende stimmt's ja auch. Das ist ja das. Ne? Also haben wir heute genug den Diem gekapt, ist die Frage. Was ist mit dem intimen Kino? Gleich, lass uns erstmal hier zu Ende. Nein. Gehen. Intimes Kino intimes passt Kino auch. Für ja. Weißt du, was, glaube ich, richtig cool wäre? Wir suchen noch eine und dann schreibst du meiner Schwester eine. Weil die liebt die Kurzstrecke. Die ist richtig aufgeregt, dass wir das heute machen. Wie heißt deine Schwester? Julia. Ich brauche mehr Informationen, ich muss mich da so ein bisschen. Ja, noch mehr. Ich das wird dann wieder zu Background privat. Story. Wir müssen jetzt einfach okay, Julia aber schreiben. Ist sie ironiefähig? Das ist ganz absolut, wichtig. Absolut, absolut. Sonst würde sie dich doch nicht mögen. Also, das meine ich jetzt positiv. Ich hatte ja anfangs erwähnt, ich habe, wenn es mir ganz schlecht geht, ja, dann gucke ich mir ein Bild an. Das hast du auf deinem Handy? Ja, das habe ich da. Pierre? Und zwar jetzt weiß ich, geschickt, warum meine Schwester ihn so gerne. Dann gucke ich mir das Bild von diesem Quokka an. Meine Schwester hat auf ihrem Handy einen Ordner mit lustigen Papageienvideos. Ich mag das. Genau wie du. Papageienvideos sind aber auch gut. Das nein. Ist eine Papageienkarte. Ist nicht lustig. Aber wenn man, Boah, das ist eine richtige. Ist das abgefahren, oder? Auf der Papageienkarte, sie heißt Sarah. Sarah. Ara. Verstehst du? Ich dachte, du meinst jetzt wieder Anisandra. Ara, wie Papagei. Das ist eine versteckte und Botschaft. Du hast dreimal die 6 im ISBN-Code. Oh mein Gott. Hast du ein Lieblingstier? Elefanten. Also mit größerer schön. Entschiedenheit, als es gerade klingt. Elefanten. Aber weißt du, ich habe bei Elefanten, das ist von mir so ein Life-Goal auch noch. Ich möchte gerne mal einen anfassen. Habe ich schon gemacht. Oh, wirklich. Und es war, ich weiß, es ist schlimm, aber ich habe mich wirklich verliebt in diesen. Ja. Es war eine Elefantin, eine Elefantenkuh. Und die haben Humor. Und ich mag Tiere ja, mit Humor. Ja, und ich mag Tiere mit Rüssel. Also das einfach als zusätzliches Körperteil benutzen zu können. Du kannst Wasser drin speichern. Ja. Ich könnte die Kamera da gerade einfach aus der Hand nehmen. Also, und ehrlich gesagt, ich weiß sofort, wie man den steuern müsste auch. Wenn ich jetzt einen Rüssel hätte, in diesem Format. Die Anzahl der Steilvorlagen überfordert mich. Ich weiß einfach, dass das hier oben. Und dann könnte. Ja! Kannst du nüstern so. Ja, du bist sehr rüsselbegabt. Und ja, und ich könnte einfach. Ich hätte es richtig gerne. Und du kannst jemanden Eye-Contact keepen und in Wirklichkeit kannst du mit deinem Rüssel so irgendwie ja. hinten eine Postkarte klauen. Und da sind. So. Oder. Ja. ja. Und diese Elefanten. Wirklich, ich hätte richtig gerne mal für einen Tag. Hätten wir das vorher gewusst, dann ja, wären wir durch den Zoo. Ja, oder hätten einen Elefanten besorgt. Sorry, das ist Berlin, da kriegst du alles. Ja, aber Elefanten sind auch wieder teuer. Das geht erst bei ProSieben, Pierre. Guten Tag. Wir haben ein paar Karten gefunden. Ja, sehr schön. Ja. Haben wir einen Stift? Guck mal hier, was ist das? Das ist doch schön, Eva. Das kriegst du jetzt von mir. Farblich passt das eigentlich ganz gut, ne? Oder warte mal, nee, eigentlich. Das darfst du ja auch so. Diese beiden Farben passen gut zu deinem Kleid. Kommt da gleich. Ach. Das ist doch richtig schön. Nee, ich nehme doch nicht pink und gepunktet, Pierre. Es ist wirklich. So, und was kostet denn nicht? Das ist, ich dachte, das ist hier Mont Blanc. Das ist noch drin. Nee, okay. Ich bin nämlich gut, selber Mont Blanc. Ah. Ja. Übertrieben habe ich die Straße überquert. Okay. Ich bin auch so sehr borken, dass ich in Berlin immer noch Skrupel habe, über rote Ampeln zu gehen. Ja, daran erkennt man Touristen, ne? Ja, und mich. Aber du hältst dich auch wahrscheinlich gerne an Regeln, oder? Nee, also ich brichst du auch mal Regeln? Zum Beispiel diese ganze Unterscheidung zwischen ernste Inhalte und unterhaltende Inhalte. Als Journalistin finde ich das mega nervig, weil ich finde, nur weil ich Politikjournalistin bin, muss es doch nicht immer so super seriös und ernst daherkommen, sondern es macht mir dann ja selber keinen Spaß. Man ist auch immer so ein bisschen dem Verdacht ausgesetzt, habe ich den Eindruck,
das ist doch alles dieselbe Haltung. Ne? Das sind doch dann automatisch, sind die dann irgendwie, haben die so Linksreflexe und sind grün gefärbt und so. Ich hab dich gesehen bei Maischberger. Und da hattest du den Eindruck auch, oder? Nein, aber da war Klaus Strunz und der hat ständig, also Klaus Strunz, muss man sagen, ist ein Journalist, der ganz offen eine konservative Haltung einnimmt und damit auch gerne provoziert Arbeit und sich auch für die gefällt. Bild zum Beispiel. Genau. Deswegen so. Und da kam immer wieder so durch, er hat es natürlich als Gag gemeint, aber es kam halt dreimal zu oft und der Gag hat halt auch nicht funktioniert, dass du doch sozusagen eine Sprecherin der Bundesregierung bist. Das musstest du, du hast das sehr galant immer so weg, Dings. Aber das empfinde ich als wahnsinnig nervig. Ist das was, wo du dich, Entschuldigung, die Frage so lange, aber ich musste das vorauserzählen, wo du dich oft rechtfertigen musst? Nee, wenn ich damit anfange, dann gebe ich da ja, dann gehe ich ja darauf ein und nehme das an. Ich finde es eher so schwierig, also das, was du beschreibst, man wird heute so automatisch in so Töpfe. So, ich bin jung, also bin ich ja automatisch links und habe nur progressive Meinungen und auch bin sicher nur einer Partei zugetan. Und so habe ich noch nie getickt. Mhm. Und das ist aber irgendwie, glaube ich, in dieser Social-Media-Öffentlichkeit, in der wir da unterwegs sind, gar nicht mehr gelernt. Also es wird gar nicht mehr zugestanden. Und Maischberger zum Beispiel, da war ich schon mehrmals. Und eigentlich, mir helfen solche Shows ja auch bei der Meinungsbildung. Aber als ich dann da saß, habe ich auch ein bisschen gemerkt, krass, man wird fast in diese Rolle gedrängt. Ja. Diese Show funktioniert nur, das meine ich, wenn der Zuschauer oder die Zuschauerin weiß, ah, das ist der Konservative und die junge Frau ist ja bestimmt die Progressive. Und ich denke, es muss doch auch konstruktiv möglich sein und nicht konfrontativ. Und es muss möglich sein, dass Leute nicht von vornherein in so einer Talkshow-Schublade stecken, sondern wir die dahin bringen, dass sie sich jetzt einigen müssen oder mal auf einen neuen Gedanken gemeinsam kommen müssen. Ja, sollen wir jetzt eigentlich noch was essen, bevor du finde ich richtig gut zum Podcast bist? Ja, weil sonst habe ich Unterzucker irgendwann. Also, entweder, das ist ein sehr, sehr selten, entweder das ist der Maisel-Topf von einer Miss Maisel. Oder es ist der Friseur unter den israelischen Restaurants. Ja, dann ja, geil, komm. Dann machen wir das jetzt einfach, oder? Dürfen wir uns hier, hallo? Ja. Dieses war gar nicht der Besitzer, das war ein Gast. Richtig? Ja, aber egal. Pass auf. Jetzt erscheinen wir Karten. Jetzt muss ich mich aber konzentrieren. Konzentrier dich. Kannst du nicht dich konzentrieren, wenn jemand anders spricht? Nee, konzentrier dich, ich sag nichts mehr. Aber ich könnte ja schon mal einen Stift bekommen. Ich bin jetzt still. Ja, aber ein Stift wäre gut. Dann können wir beide still schreiben. Oder ein Knebel. Nein. Okay, warte. Julia mit J? Ja. Ich gebe zu, das ist eine blöde Frage gewesen. Kartenschreiber. Es gibt Leute, die schreiben drei Sätze. Ja. Es gibt Leute, die schreiben super klein und dann hier noch so um den Rand. Und es ist eine eigene Literaturform einfach. Und ich liebe es. Jetzt bin ich echt voll unter Druck. Ja, viel Erfolg. Liebe Julia, da du Papageien so sehr magst, dachte ich mir, schicke ich der Julia, die ja die Schwester von der Eva ist, meine Postkarte mit Papageien drauf. Ich hoffe, du freust dich. Wenn nicht, wäre es auch okay, aber ich wäre sehr traurig. Ist dir aufgefallen, dass die Künstlerin und Ornithologin Sarah Miller heißt? Da steckt das Wort Ara drin, was ein Papagei ist. Das Wetter ist gut. Herzliche Grüße, dein Pierre. Ich bin selber ein bisschen ergriffen davon. So, und jetzt die nächste wichtige Frage. Du hast Briefmarken. Nein, du hast immer Briefmarken dabei? Ja, klar. Also ich meine das ernst mit den Postkarten. Und das hier ist das Siebengebirge. Das ist nämlich so eine doppelte Briefmarke. Und ich kann jetzt hier nur einen Teil davon verkleben. Aber du kannst beide, damit es ankommt, muss ja mehr Porto drauf. Du hast nur 3,5 Gebirge drauf und ich kann komplett das ganze Siebengebirge dieses Gebäude, drauf du kannst auch noch den Fluss drauf machen. Okay. Ja, du musst es nebeneinander kleben. Ach so. Das ist Präzision. Okay. Du guckst mich ja an wie so ein Auto.
So, kannst du Arbeit, kannst du den Kopf ausschalten, so, nee, wenn du nach Hause kommst, oder bist, nee, du immer? Ey, Kopf ausschalten, ich kann auch ganz schlecht einschlafen. Ja, ich glaube, manchmal frage ich mich auch, ich habe bei Deutschland 3000 am Anfang richtig geballert. Also das war auch dann nicht mehr gesund, das habe ich jetzt im Griff. Aber manchmal frage ich mich, ob das so auf meinen insgesamt Grund oder den, das Energie, hat man so ein Energiereservoir, das für ein Leben gefüllt ist, und habe ich da vielleicht zu viel verbraucht? Weil jetzt hänge ich manchmal so durch und denke so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also Eva, wenn du jetzt hier so weitermachst, du musst auch noch ein Interview machen diese Woche. So, weißt du? Nenn ich mal, wo ist die Energie, die ich vor 3 Jahren da reingesteckt habe? Das verunsichert mich dann ein bisschen. Und wenn du mal nichts machst, fällst du dann in ein Loch oder kannst du dann loslassen? Nee, aber ich habe schon, das muss ich gerade richtig lernen, dann, also ich weiß, dass das okay ist. Und das ist ja, ne, das kannst du ja auf jeder schlecht kitschig beschrifteten Postkarte oder Instagram-Kachel sehen, dass auch das Nichtstun und das Langeweilen und so. Aber mein Kopf muss ich dann immer noch mal kurz dran erinnern, weil der immer kurz denkt, du, jetzt ist ja hier einen Tag lang nichts passiert, hast du, ist das dann trotzdem genug? Weißt du, wo wir hin müssen? Grob? Wo? Ja, in die Richtung. Ah, grob. Da ist eine große Straße, die da kommt. Vielleicht kommt da noch ein Briefkasten. Warte, wir gucken jetzt hier kurz, ob irgendwas Gelbes uns entgegenleuchtet. Also ich habe eine Urinpfütze gesehen, aber das ist es nicht, ne? Nee. Gibt's sowas nicht mehr? Ist das irgendwie so doch, wie Telefonzellen? Klar. Da, vielleicht da hinten tatsächlich. Das ist ein Mülleimer. Nee, aber guck doch mal. Das ist eine Frau, doch, da ist ein Briefkasten. Da vorne ist tatsächlich ein Briefkasten. Komm, wir rennen. Ja, der Briefkasten. Okay, Briefkasten. Oh. Was? Oh Gott. Oh Gott, meine schöne Sonnenbrille. Oh Gott, oh Gott. Sau gutes Andenken. Das ist die Sonnenbrille von Stucki. Sie ist noch ganz. Wirklich? Ja. Komm, das darfst du jetzt mal machen. Das ist jetzt der emotionale Moment. Und jetzt nicht die Adressen da reinhalten. Aber nicht die Adresse. Welche? Die? Die blören wir doch. Du glaubst doch nicht. Okay, andere Richtungen. Andere Richtungen. Also die Stadt ist eine andere Richtung. Und jetzt hast du Häselbruggers Adresse auch noch ins Bild gehalten. Aber das Häsel in Köln, ne, weiß man. Ja, das darf man. Das also darf man auch wissen. Andere Richtung. Ja. Ich hätte so gern gelesen, was du geschrieben hast. Tja, jetzt ist es. Aber der Postbote darf es lesen, oder was? Aber, ja. Okay, gut. Hallo! Da? Hallöchen! Pierre, hallo, Matze. Hallo, ja. Dürfen wir? Ja, klar. Sehr gerne. Und dann halten wir euch aber auch nicht länger auf. Das ist das Hotel Matze. Hier ist das? Hier ist das. Ach, wie schön und wie sympathisch und wie hier, dass die Schalldämmung mit Teppichen stattfindet und so. Das, wie sonst? Naja, so eine professionelle Studiogeschichte, ja. So, das ist aber so optisch, so ästhetisch so abschreckend, finde ich. Ja, das stimmt. Und das ist total eine schöne Wohlfühlatmosphäre. Deswegen packen die Leute hier ihr tiefstes emotionales ganz Schwergewicht genau so aus. Okay, ja. Okay, okay, da bin ich. Ich würde gerne ein bisschen zuhören, aber das würde die Magie vielleicht jetzt auch das kaputt stimmt. machen. Ja. Das machen wir. Ich glaube, ich brauche jetzt auch erstmal kurz eine Pause. Also, danke, ja, hab verstanden. Nein, aber ich finde, es ist ja schon was anderes, ob man in der Kurzstrecke sich durch die Stadt spielt oder ob er genügend Fragen hat und einen damit. Ich muss jetzt hier einmal kurz. Aber er ist ja ein sensationell guter Fragensteller. Der ist ja niemand, wo man sich Sorgen machen muss. Das ist ja nicht der Michel Friedmann des Podcasts sozusagen. Ne? Stimmt, das fehlt eigentlich auch noch, dass Michel Friedmann jetzt Podcast. Ja. Oh Gott, wir haben ein Monster erschaffen. Ja, mach mal. Oh, ich krieg das alles mit der Welt zusammen. Natürlich machen wir. Natürlich. Klar. Vielen herzlichen Dank. Danke, danke. Das hat richtig Spaß gemacht, Pia. Danke dir. Vielen Dank. Das gilt als Umarmung. Und das. So. Tschüss, ihr Lieben. Viel Spaß. Tschüss. Leider haben alle Prominenten jetzt Urlaub und wir können keine Kurzstrecke mehr drehen. Deswegen zeigen wir euch spannende Momente von hinter den Kulissen. Heute, Pierre hat den Puschel verloren, aber er hat ihn wieder gefunden. Wo ist denn dieser Puschel? Ich hab ihn! Ich hab den Puschel gefunden!
Puschel ist wieder an seinem Platz. Wie teuer ist so ein Puschel? Er kostet mindestens 50 Euro. Na ja, das ist ein sehr teuer, dass du den Puschel gefunden hast. Ja. Mhm. Wie lange machen wir Sommerpause? 8 Monate? Ein Jahr? Wie lange geht denn so ein Sommer? Mhm. Ist ja Klimawandel, das weiß man heute ja gar nicht mehr. Ja, dann sollen die Leute am besten abonnieren, oder? Wäre das das Beste, was man machen könnte? Das Beste, was man machen könnte, ist, die Welt dazu zu bringen, in Frieden miteinander zu leben, also alle Menschen. Aber wenn das nicht gelingt, dann abonniert diesen Kanal. Und verliert eure Puschel nicht. Weil dann merkt man ja, wenn es neue Videos gibt, wenn die Sommerpause vorbei ist. Wenn die Sommerpause vorbei ist, gibt es ja neue Videos. Aber während der Sommerpause gibt es, ich will nicht sagen alte Videos, sondern es gibt neu kuratierte, wieder aufgearbeitete, sehr gute, bewährte Videos. Genau, sozusagen Best-of. Best-of. Ja. Habe ich Schweißränder? Ja.